Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind schon relativ weit, möchte ich meinen. Also hoffe ich doch. Und wir machen jetzt mal die Quest von El Muro. Die haben wir die ganze Zeit vor uns rumgeschoben. Also das haben wir ja relativ, also das da war ja der erste Endgegner in Anführungsstrichen, den wir hatten, und den haben wir auch sehr früh gemacht, und halt ja, El Muro haben wir die ganze Zeit irgendwie links liegen lassen, und jetzt würde ich mal sagen, ist es an der Zeit, dass wir den dritten die dritte rechte Hand von Esbrenio ja, platt machen. Ja, wir waren ein bisschen zu weit oben. Ja, das ist doch dumm. Das Ding explodiert. Sie können es nun mit Esrenu aufnehmen. Sie können entweder die Story weiterspielen oder das Kartell weiter destabilisieren, um ihren Charakter weiter zu verbessern. Warte, warte, warte. Also ist es. Also ist es das da? Warte, wo hat der. Genau, das ist El Muro. Ah, hier. Also stimmt das? Stimmt das, der Rebell den gesehen hat? Krass. Aber wieso sagen die das? Schüsse! Unidad greift das Kartell an. Warte, die Unidad greift das Kartell an. Ernsthaft? Setze Drohne ein. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Krass. Alarm hier drüben. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Alter, was geht denn hier? Ich höre leichtes Feuer. El Muros Unidad-Kumpel und Santa Blanca beschießen sich. Na schön, wir gehen rein und suchen El Muro. Hay señales de enemigos por aquí. Continúe la búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Soll ich da jetzt rüberkommen? Einfach durch die Vordertür. Hä? Wie seid ihr da hingekommen? Die schummeln doch. Unidad Heli, unten bleiben. Die Rebellen brauchen Nachschub und in dem Heli ist reichlich davon. Kapern wir ihn und liefern ihn ab. Ja, klar. Den Drecksheli. Nice.
unidades. Comiencen el ataque. No veo a nadie. Was geht denn hier? Okay. Ich glaube, das war's. El Muro will abhauen. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole. Wir brauchen ihn lebend. Gut, dann schnappen wir ihn los. Ja, das baut ja hier oben. Oh. Hallo. Der habe sie aufgescheucht. Ernsthaft. Öffne das Feuer. Ach, die Rebellen sind so süß. Sind einfach so dumm. Na komm. Steig aus. Du hast keine Chance. Ihr hört mal auf. Diese Rebellen, was sind das für Schlumpfe? Da kommen Unidad-Einheiten. Alter. Haut da ab, na los. Ihr Leutnant flieht.
Scharfschütze, runter mit dir! Haley, runter, runter! Ein Heli, los, runter! Der Heli war einmal. Granate, los, los, los! Granate, weg! Shit, ein Scharfschütze! Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weg. Wir haben Verluste. Halt durch, ich komme zu dir. Mann! Ach, wenn du zielen könntest, hättest mich nicht erwischt. Durch, ich bin schon da. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Der Leutnant will abhauen. Schaff schon. Hey, da. Was ist hier los? Ich habe keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr. Haley, runter, runter. Hab den Alarm ausgeschaltet. Granate kommt. Come mierda, culeros. Heli, in den Staub. Heli, voll erwischt. Der scheiß Apache heizt dir ein. Runter! Nein! Ja, 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 ja.
Der Apache sucht dich. Geh in Deckung. Auf den Boden, Hubschrauber. Oh, wieso treffe ich ihn jetzt nicht mehr? Wir haben verdammt nochmal Verluste. Granate! Sehr gut, sehr gut. Ein Mann Armee hier. Wie viele kommen denn da noch? Granate, volle Deckung. Granate. Jetzt schon wieder ein Hubschrauber auf dem Boden. Scheiße. Auf dem Boden, Hubschrauber. Granate, Granate. Granate, Vorsicht. Ich kann nirgendwo hin. Oh Gott. Alter, was war denn das denn? Uiuiuiuiui. Gut. Also da sollte er der Muero oder keine Ahnung wie der heißt, auf jeden Fall nicht hinkommen. Leute, das... Unidad Heli, unten bleiben. Hubschrauber, auf den Boden. Hab den Heli abgeschossen. Wie, hab den Heli abgeschossen? Du hast gar nichts gemacht. Ich bin der Pilot. Du hättest mich fahren lassen sollen. Schnauze. Oh Mann. Was war das denn? Das war die totale Eskalation. Junge, Junge, Junge. Die haben Alarm eingerichtet. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Genau, die Sachen sich ja wieder. Eieieiei. Das sind Gegner. Wir haben sie aufgeschworen. Idat und Kartell gehen sich an die Kehle. Granate fliegt.
Der Leutnant entkommt. Habe ein Ziel. Greife an. El Muro will abhauen. Holen wir uns das Arschloch. Halt. Granate, los, los, los! Komm ich hier überhaupt raus? Granate, weg! So wahrscheinlich eher weniger. Ich nehme halt dann den zweiten. Muss mich halt jetzt beeilen, weil der fährt halt schon. Naja, jetzt fliegt. Holen wir uns das Arschloch. Wir brauchen ihn lebend. Wiederhole. Wir brauchen ihn lebend. Na also. Alter, bescheuert. Da bieten sich noch ein paar Sicarios an. Komm her, Arschgesicht. Zurück, Puto. Nimm deine scheiß Hände von mir. Chingada madre. Die sehen ein bisschen nervös aus. Ich schieße auf die Ärsche. Ah. Okay, aufatmen. Nein. Ich kann nicht. Der Leutnant haut ab. Wieso nicht gleich so? Das wollte den halt nicht abballern, weil es hieß gesund und munter. Naja, munter nicht, aber. Hör auf, los! Hey, hey. Wenn du schlau wärst, würdet ihr halten, mir eine Kugel verpassen und euren Scheißgeschäften nachgehen. Wir mögen dich einfach, Muro. Man trifft nicht jeden Tag einen richtig harten Hund. Ja, du Evos, muss man sagen. Aber ihr Pendejos seid nur ein Stein auf meinem Weg, als Svenio zu töten. Bei zwei Freunden, wie euch. War klar, dass ihr eines Tages versucht, einander umzulegen. Möglich. Echte Amigos sind bei dieser Arbeit selten. Aber auf Blut ist immer Verlass. A huevo. Zwischen mich Jefe und mi Hermano würde ich immer mi Hermano wählen. Ich häute diesen Pendejo Svenio und hänge seine Scheißfresse an die Wand. Wie eine Trophäe, weißt du. Ja, ich hab's vor Augen. Und ihr? Aus euren Leichen werde ich keine Trophäe machen. Seid's nicht wert. Das war's, El Muro. Willkommen am Ende deiner großen Karriere. Ich mag euch, Yankees. Ihr wisst immer, wie man träumt. Ja, und solche Leute wie du, weil ihr wisst nie, wann vorbei ist. Plus ist. Ja, wobei. Was hat sich das Kartell wohl bei El Pozzolero gedacht? Nichts. I don't care. Hat er was Interessantes zu sagen? Er ist echt sauer, klare Sache. No eres más que una puta. Ah, ich sehe schon. Wenn sie Rache an Svenio wollen, bin ich das Mittel und der Weg. Sie müssen nur mit mir reden. Alles, was Sie sagen, ist für ihn ein Sacknagel. Ach, darum lebe ich noch. Eres muy pendeja. Ihr habt meinen Bruder getötet. Ihr habt mein Blut in dieser gottverdammten Einöde vergossen. Nicht mal seine Leiche habe ich. Jetzt soll ich auch noch meinen besten Freund verraten? Was für eine Scheißwelt lebt ihr denn? Helfen Sie uns gegen Svenio. Schützen Sie sich selbst. Warum soll ich ihm das antun? Oder mir? Ubicate viaja. In dieser Wüste sind wir Männer. Wir spielen nicht solche Pincho Morito-Spielchen. Ich respektiere Svenio. Und wenn ich mich selbst respektieren soll, töte ich ihn mit meiner eigenen Kugel. Demifusca cabrona. Und jetzt habe ich auch eine Kugel für dich, Karen Bowman.
Meine Truppen waren ausgeschaltet. Ich war wie ein König ohne Armee. Meine Generäle waren tot oder gefangen. Ich hatte keinen Schutz, nichts mehr. Was nützen Waffen ohne treue Hände, die sie halten? Ich hatte den einzigen Freund verloren, den ich je hatte. Und als ich meine Partner in Mexiko um mehr Sicarios bat, lehnten sie ab. Ich würde von den Gangs in El Salvador und Honduras anwerben. Des einen Kriegsgebiet ist des anderen Talentschmiede. Doch es würde einige Zeit dauern, sie einzuarbeiten. Zeit, in der ich eine Zielscheibe war. Und wartete, dass jemand kam, um mich abzulösen. El Sueno verliert seine Sicherheitskräfte. Nice. So, an sich könnten wir sogar den El Sueno schon platt machen, aber ich würde die letzten seiner Generäle noch platt machen. Auf jeden Fall. So, und zwar Produktion und Produktion. Machen wir ja zuerst die Produktion. Genau. So, aber erst nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir... Die ISA glaubt, ja. Sie weiß, wo Special Agent Sandoval's Leichnam ist. Es heißt, Svenios Leute behalten ihn vielleicht, bis sie jeden Hinweis auf ihn vernichtet haben. Ich brauche ihn, verstanden? Ich muss ihn nach Hause holen, das schulde ich ihm. Diese Kartellschweine lassen Leichen einfach verschwinden. Sie müssen ihn finden, bevor das passiert. Verstanden, Bowman. Wir lassen keinen zurück. Das finde ich schön. Gut, dann, ja. Danke fürs... Warte. Story-Einsatz. Wir haben die Informationen überhalten, die uns möglicherweise zur Leiche des DEA Special Agent Sandoval führt. Die Informationen sind nicht bestätigt, aber es besteht die Hoffnung, dass sie korrekt sind. Wir sind es, Salvador Sandoval. Schuldig, sie zu überprüfen. Suchen Sie den Ort ab und finden Sie Special Agent. Wir wissen eventuell, wo sich Agent Sandovals Überreste befinden. Durchsuchen Sie die Gegend und falls Sie die Leiche finden, markieren Sie sie zur Bergung. Bringen wir Sandoval nach Hause. Das machen wir. Aber erst in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bald ist das Let's Play auch vorbei. Es bahnt sich schon das Ende an. Bis dahin, macht's gut. Schönen Tag noch. Bye-bye.